Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast. Der Freistaat-Katalog, endlich ist er da. Ich hatte schlaflose Nächte und ich halte ihn in den Händen. Und es ist ein wunderbarer Moment, den ich alleine nicht ertragen würde. Deswegen habe ich wieder Besuch heute von Moni und dem CEO von der Freistaat, dem Camping Executive Officer Thomas Liebscher. Beide heute hier bei uns im Podcast-Studio mit dem niegelnagelneuen Freistaat-Katalog. Die Camping-Bibel, 250 Seiten in den schönsten Farben. Handgemalt vom Geschäftsführer persönlich, vom Thomas. Es sind schöne Zeichnungen drin, ja. Tolle Bilder. Und meistens ist die Moni drauf auf den Bildern. Ne? Die Zwischenzeiten, wo zwischen den einzelnen Kategorien gewechselt wird, die haben wir alle selber gemacht. Also er hat nicht nur heuer ein neues Design bekommen, neue Schrift und Aufmachung von den Seiten her, sondern wir haben tatsächlich diese Stopperseiten unter den verschiedenen Kategorien selber gestaltet und fotografiert und ich finde, es ist irgendwie richtig witzig geworden. Also man muss dazu sagen, bisher, viele kennen den IKEA-Katalog. Der da in einer großen Auflage kommt. Und jetzt werden natürlich die Frage, sehe ich ja jetzt schon wieder per Mail hier reinflattern, da müssen die Bäume gerodet werden, dass ihr hier dieses Papier, also das ist alles Umweltpapier und es gibt auch Menschen, die physisch gerne sowas in der Hand halten. Und ich habe ihn ja jetzt gerade hier. Das ist was anderes, als online irgendwo durchzusurfen, durchzuklicken. Man kann sich das markieren, man kann sich da kleine Notizen und Vermerke machen. Das ist schon ein großes Ding. Und der Camper an sich hat ja generell auch häufig Zeit. Frage Nummer eins, wo bekomme ich den niegelnagelneuen Campingkatalog? Den Katalog gibt es bei uns natürlich im Megastore. Wenn er natürlich frisch gedruckt wird, kriegen alle Clubkartenmitglieder ihn automatisch zugeschickt. Also die müssen sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Er wird auch schon immer dann sehnsüchtig erwartet, unser Katalog. Und was natürlich aus, wenn jetzt einer sagt, ich möchte nicht in der Hand haben, kann man natürlich auch bei uns online durchblättern. Man kann als PDF runterladen und kann dann online anschauen eben. Und was natürlich das ganz Tolle ist, er ist kostenlos. Wir sind eigentlich schon immer stolz, wenn der Katalog dann kommt, weil im Katalog, der wird ja nicht von irgendjemandem gemacht, sondern der Chef scheppert. Sondern der wird ja von uns gemacht. Aber das erzählen wir dann noch, weil jetzt kam der große Schepperer. Ui, was hast denn du jetzt geholt? Ich finde es ja eine total spannende Sache, weil, Jan, du hast ja gerade gefragt, wie viel Arbeit stecken da drin. Fakt ist, dass wir seit den 80er Jahren unseren eigenen Zubehörkatalog machen. Und dass wir selber bestimmen, welche Artikel kommen da rein. Also selber, das heißt, unsere Mitarbeiter entscheiden, suchen die Ware aus, entscheiden, was macht denn Sinn, stellen aus unterschiedlichsten Angeboten von unseren Großhändlern, aber auch von kleinen Lieferanten, haben wir danach noch vielleicht eine ganz nette Geschichte dazu, stellen zusammen, was soll denn in diesen Megastore-Katalog überhaupt rein. Also es ist jetzt nicht einfach so irgendwo einen Katalog vom Großhändler kaufen und dann unser Titelbild drauf, nein, sondern das ist wirklich, der Inhalt kommt von unseren Megastore-Mitarbeitern, von unserem Einkauf, viel von dir auch, Moni, ne? Wir suchen die Artikel zusammen. Ganz früher, das sieht man auch, ich habe jetzt hier einen Katalog, das war der große Schepperer, weil ich da jetzt mal die alten Kataloge mitgebracht habe, 1987, das kann man jetzt nicht sehen, aber wenn man jetzt da durchblättert, dann sieht man wirklich, dass man nicht nur dafür verantwortlich war, was da reinkommt, sondern dass man auch grafisch das gemacht hat. Das schaut nämlich sehr, ja, wie man es halt damals machen konnte. Ne? Also da haben wir teilweise wirklich noch eine Seite so gestaltet, dass dann eine Druckvorlage draus geworden ist und wir das Bild vom Hersteller mit dem Kleber reingeklebt haben und teilweise auch die Tabellen gesetzt haben. Ne? Und dann wurde das einfach als Druckvorlage verwendet. Ne? Also es waren, da war ich teilweise auch schon dabei. Das waren brutal spannende Zeiten, weil da hast du echt mit Schere und Kleber hast du da dir den Musterkatalog gemacht, der dann die Druckvorlage war. Wahnsinn. Und damals, ich schaue gerade nach, waren das in Summe, wie viele Seiten? 88 Seiten. Und heute haben wir stolze über 250 Seiten. Ja. Allerdings, Gott sei Dank, auch Hilfe von der Agentur, die uns dann die Grafik macht. Also wir liefern die ganzen Artikel, ne? Wir liefern die Preise dazu. Moni, du sagst, ne, welches Geschirr da rein darf und welches nicht. Da darf dir auch keiner reinreden. Nein. Und ja, weil du musst ja auch dann, weil der Katalog muss im Herbst angefangen werden. Also im Oktober, November ist die Zeit, wo der Katalog gemacht wird. Das heißt, im Sommer, August, September, muss derjenige, der dann eine Seitenverantwortlichkeit hat, du hast
Moni, ein paar Seiten, für die du zuständig bist. Ach, ne? Die anderen Kollegen von dir, die da auf sein Fachgebiet, muss dann sich auch informieren, auch mit dem Hersteller reden etc. Ne? Und auch mit anregen und diskutieren, darf der jetzt oder kommt das in den Katalog mit rein oder nicht. Es herrschte hier vor Weihnachten, wir produzieren ja diesen Podcast immer so ein bisschen auch im Voraus natürlich, war es echt schwer, auch die Kollegen zu kriegen, weil es hieß Katalog, Hashtag Katalog, die arbeiten im Katalog. Ja, wie du es gerade sagst, da kommt nicht eine Agentur, das wird irgendwie über KI, AI, künstliche Intelligenz irgendwie gemacht, sondern ihr sucht euch die Sachen tatsächlich selber raus. Ich durfte es gerade auch erleben. Ich habe heute einen Beamer mitgebracht, weil ich euch einfach mal zeigen wollte. Ne, ich habe ja auch ein Wohnmobil von euch und da wollte ich keinen Fernseher reinhängen. Da habe ich gedacht, so ein Beamer ist doch ganz cool. Da hat die Moni gleich den Chefeinkäufer angerufen und hat gesagt, hier, pass mal auf, guck dir das mal an. So läuft das. Also ihr sucht wirklich handverlesen die Sachen raus und das sind nicht wenige. Jetzt mal nur unter dem Buchstaben B des aktuellen Kataloges. Da geht's dann los mit Backofen, Badezubehör, Batterien, Batterieüberwachung, Beinauflage, Beistelltisch, Besen, Besteck, Besteckkasten, Bodenschürzen, Bücher, Busvorzelt und so weiter. Und das für jeden Buchstaben, es ist unglaublich. Es ist eine Bibel. Also es ist wirklich ein Kunstwerk geworden tatsächlich. Wenn der Katalog da ist, sind meine Ohren und alles schon wieder ganz weit groß offen und die Augen auch auf der Suche, schon fürs nächste Jahr was zu finden, weil erstens macht mir das wahnsinnig viel Spaß und zweitens finde ich, ich bin immer auf der Suche nach Sachen, wo keiner hat. Oder noch keiner hat. Und das ist für mich immer ja eine Herzensgeschichte, eben, dass man da auch mal ein bisschen heraussticht. Und die Arbeit macht halt wahnsinnig Spaß auch. Und das ist aber auch das Schöne und das finde ich toll, so auch das Vertrauen von Thomas, von unserem Chef, dass er sagt, ja, bringt's euch nur ruhig mit ein und habt's mal eigene Ideen und sagt's, hey, das fehlt vielleicht nur oder da schaue ich mal und dann redet man mit unserem Chef-Einkäufer eben und mit unserem Shopleiter und dann, wenn man Idee hat, kann man da immer drüber reden und das ist auch das Tolle. Also man muss jetzt nicht, der Einkäufer sagt das und das kommt, nein, sondern man kann es ja selber einbringen und das ist für mich immer so ein, ja, eine Herausforderung und das macht wahnsinnig Spaß und drum ist jeder immer wahnsinnig spannend, wenn der Katalog wieder da ist, wenn er seine, man kennt zwar seine Seiten schon, weil man die ja bearbeitet hat und gemacht hat, aber wenn er dann so fertig da ist, das ist dann auch mal toll. Ich muss auch dazu sagen, es hat einen gewissen Suchtfaktor. Wenn man da einmal mit anfängt, dann kann man das dann auch nicht mehr weglegen. Online natürlich zu sehen, auch bei euch auf der Homepage zum Download als PDF, aber eben die haptische Variante, die macht natürlich nochmal mehr Spaß. Was ist denn dieses Jahr, 2024, jetzt neu im Katalog zum Vorjahr? Neues Design, ja, haben wir schon gehört. Was noch? Die ganzen emotionalen Seiten, gerade die Einleitung etc., das Titelbild, machen wir komplett selber. Also es macht nicht einmal die Agentur, sondern mir persönlich ist es wichtig, dass man auch die ganzen Mitarbeiter mit Namen und Fotos sieht, wer alles zum Team gehört, dass man später, wenn man ein Service-Thema hat und hat jetzt gerade einen Wohnwagen von der Firma Detlefs, dass man weiß, ah okay, ich gehe jetzt da zur Firma Glück und das sind meine Ansprechpartner. Also das ist uns schon wichtig. Was du immer hast, Moni, ne? Du kramst jedes Jahr immer irgendwas Verrücktes aus, was dann nur wir haben. Ne? Also jetzt vom letzten Jahr noch dein AdBlue-Verschlusssicherung aus Edelstahl, ne? Dass man kein AdBlue klauen kann. Wir denken an sowas. Ne? Du bist ja normalerweise AdBlue-Diebe. Ist es ja nicht bei den Ducatos und bei den Jumpers ja 100% verschlossen. Da kannst du den Tankdeckel leicht aufbrechen und dann hast du ja die Möglichkeit, entweder den Dieseltank zu öffnen, aber der ist ja abgeschlossen mit einem Schloss, aber darunter der AdBlue-Tank nicht, den kann man einfach nur aufdrehen und dann kannst AdBlue, schönstes AdBlue rauszuzeln, dass man das nicht kann, Moni. Hast du da so eine Verschlusssicherung entdeckt mit einem schönen Freistaat-Logo drauf? Kurze Frage, eine AdBlue-Verschlusssicherung. Deutschland ist schwierig momentan, die Ampel wackelt, es gibt ein paar Kriege und so weiter, wir fahren so wirtschaftlich nicht so in die richtige Richtung. Sind wir so weit, dass man eine AdBlue-Verschlussriegelung am Fahrzeug braucht? Offensichtlich ja, sonst wäre es nicht im Katalog. Und B, wo bist du auf diesen Artikel gestoßen? Wo findet man denn sowas? Und wer kommt auf die Idee, sowas zu machen? Völlig genial, meiner Meinung nach. Ärgere mich, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt, dass ihr sowas anbietet, um einfach mal auch zu reden.
was in diesem Katalog. Da ist jetzt nicht nur der Klappstuhl und der Backofen, der mobile, sondern wir reden auch über AdBlue-Verschlusssicherungsriegel. Moni, wo hast du es aufgetan? Unfassbar. Also ich hatte ihn lang gesucht, weil die Kunden danach gefragt haben. Und es gibt Kunden, die sagen, ich war in Italien, mir haben das blaue Zeug geklaut. Ja. Das passiert. Ja, es gab darüber eine Zeit lang ja wirklich, dass das AdBlue aus war. Ja. Und dann haben sie es eben immer geklaut. Und da das ja so offen ist und einfach heranzukommen war, haben wir halt irgendwann, ja, ich glaube auch von unseren Kollegen bei Dümo, haben die so ein Muster gemacht. Ne? Und das haben wir dann Zufall in die Hand bekommen und gesagt, das produzieren wir in Massen. Super attraktiver Preis mit 12 Euro. Jetzt kostet er wahrscheinlich dieses Jahr ein bisschen mehr, 2,50. Wir wollen übrigens auch niemanden auf falsche Gedanken bringen. Es ist verboten, AdBlue aus anderen Autos zu klauen. Falls jetzt einer auf die Idee kommt, da war ich noch gar nicht dabei. Ja, so. Und dann kamen Kunden immer wieder, ja, gibt es bei euch so einen AdBlue-Schlüssel? Da habe ich mir erst gedacht, hä, was wollen die? Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich echt gesucht, fast ein Jahr lang. Und ich habe keinen gefunden, der wo den anbietet. Und zufällig habe ich mit Dümo telefoniert oben. Auch ein großer Reisemobilhändler in der Nähe von Münster, in Dülmen. Und habe mit dem telefoniert und sagt, du, sag mal, wie macht's denn ihr das? Fragt bei euch auch eine immer die Kunden nach einem AdBlue-Schlüssel. Ja, wir haben da einen und Ding. Und ich so, wie, ihr habt's den? Ja, den können wir euch machen mit Logo. Und dann wusste ich, dass du oben bist oder dass du rauf warst. Und dann sage ich, kannst du den bitte mal unserem Chef in die Hand drucken und mitbringen? Und dann haben wir den angeschaut und das war mit dem... Das Ding in die Hand gedrückt und sagt, und jetzt? Was soll ich damit? Ne? Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, den soll ich der Moni mitbringen. Ja? Und dann hat die Moni mich aufgeklärt, was das ist. Es schaut aus wie ein Flaschenöffner. AdBlue-Schlüssel auflegen... Tankdeckel muss waagrecht stehen, so, Schlüssel wieder schließen, schon ist der Tank gesichert. Was ja noch toll war, und da haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht mit diesem Simply Collect. Da habe ich mir letztens, wie ich unterwegs war, angehört. Ist ja auch eine gigantische Geschichte. Kann ich nur jedem empfehlen. Hat auch im Großen und Ganzen nur der Freistaat Megastore im Verkauf vor Ort. Kann ich nur jedem empfehlen, sich mal Simply Collect anzuschauen. Super geniale Idee. Ist übrigens die Podcast-Folge Nummer 13 vom 26. Januar, wenn ihr da gerne mal reinhören wollt. Also solche Sachen verkauft ihr und die sind da unter anderem im Katalog mit dabei. Es gibt in diesem Jahr im neuen Katalog, im niegelnagelneuen Katalog, ein Highlight. Moni, dein Highlight, du hast es uns hier im Vorfeld jetzt noch nicht gesagt, was es ist, aber du hast gesagt, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, da ist ein Ding dabei, das wird die Welt komplett verändern, ist im Katalog und dein persönliches Highlight. Und zwar? Eine faltbare Gießkanne. Eine faltbare Gießkanne. Die heißt Flat Boy. Das ist eine faltbare Gießkanne und ein Kanister gleichzeitig. Wie muss man sich das vorstellen? Eine faltbare, auch hier, wer kommt auf solche Ideen? Das ist eine Gießkanne, die ich dann runterdrücken kann und die ist dann flach, oder wie? Du kannst dir erinnern, der Michael Veit von Simply Collect, hast du ja auch schon kennengelernt und irgendwann habe ich zu Michael immer gesagt, Michi, ich hätte echt einen Wunsch, ich hätte gerne eine faltbare Gießkanne, weil das ist auch wieder sowas, klein, praktisch, kann man überall immer brauchen im Urlaub und ja, platzsparend einfach. Und der Michael hat sie hingeguckt und hat sich dabei was überlegt und dann haben wir die zusammen mal so angeschaut und dann hatte er zum Glück auch noch die geniale Idee, noch einen zweiten Anschluss drauf zu machen, dass man es auch als Kanister am Platz nehmen kann, wenn man mal Wasser braucht, ja, zum Händewaschen oder so. Und so kam die Idee und das Ding ist wirklich so groß. Also Moni zeigt das gerade wie so eine ganz normale Gießkanne etwa, ne, so höher, ein bisschen höher als eine 0,5er Mineralwasserflasche und eben das ganze Ding faltbar. Ich denke, das wird ein ganz beliebter Artikel heuer bei uns und der ist eben auch in unserem Katalog mit drinnen. Exklusiv bei euch? Ja, Moni, wir haben noch gar nicht über unseren Zipmark gesprochen, den Vario-Keder. Das ist echt was Cooles, vor allem mir gefällt ja immer die Geschichte dahinter. Diesen Zipmark Vario-Keder hat ein Kunde von uns erfunden, der hat bei uns ein Reisemobil gekauft und der hatte das gleiche Problem wie ich auch am Campingplatz. Ne, man fährt die Markise raus, dann kommt die Sonne schräg von vorne, dann zieht man in die Markise oben in den Markisenkasten noch so ein, wie heißt das, Sandblocker, ne, zieht man dann schön ein und dann kann man aber vorne an die Markise nichts mehr hinhängen. Da ist ja der Keder von der Markise, die Kederschiene ist belegt und dann muss man immer dann am Abend das wieder runter machen, man will mal die Handtücher aufhängen oder irgendwas anders. Und dieser Vario-Keder, dieser Zipmark, den kann man in die Markisen-Kederschiene einziehen, die gibt es in verschiedenen Längen, also 48 cm ist es lang und kann man dann 2, 3, 4, 5 Stück kaufen, je nachdem, wie groß die Markise ist. Und diesen Vario-Keder
zieht man die Markisen-Kederschiene ein und dann hat man unten einen Adapter, wo zwei Kederschienen dran sind. Eine Kederschiene nach außen ist perfekt für den Sandblocker zum Beispiel und die andere freie Kederschiene, da kannst du, was kannst du alles einhängen? Da kannst du... Lampe, also da kannst du alle Handtuch mal zum Trocknen auch an einen so am Haken. Wir haben ja tolles Zubehör für die Markise vorne zum Einziehen. Ja, Mufo kennen ja schon viele oder eben so Haken auch von der Firma Fiamma gibt es, wo du einfach auch mal einzelnes Handtuch und Wäschetrockner hinhängen kannst. Aber das ging immer eben nicht. Ich habe tatsächlich meinen Sandblocker mal im Urlaub zusammengeschnitten, weil ich vorne nichts mehr einhängen konnte, aber ich wollte meinen Hängeorganizer hinhängen und das Teil ist eben das, wenn ich da schon gehabt hätte, hätte ich meinen Sandblocker nicht zusammenschneiden müssen. Wie viel kosten Sandblocker? Ein Haufen. Ein Haufen Geld. Ne? Ja. Diesen Vario-Keder von Zipmark, den gibt es für 15 Euro. 50 Zentimeter, das heißt, wenn man jetzt da einen Meter oder auch von mir aus die komplette Markisenlänge hat, ist es viel, viel günstiger. Ja. Als Monis Sandblocker kaputt zu machen. Ich finde einfach nur coole Idee. Ich bin der Erste, der damit auch in den Urlaub fährt, weil es super praktisch ist. Und die Geschichte dahinter ist grandios. Kunde von uns kommt zu uns und sagt, hey, ich habe die Idee, können wir das verkaufen? Lässt das Teil sehr hochwertig auch in Deutschland produzieren, herstellen. Ne? Und es gibt genau zwei Händler, die das in Deutschland verkaufen. Also am besten zu uns kommen, in den Freistaat Megastore oder in den Online-Shop. Da gibt es dieses Zubehör. Alle Produkte, die ihr jetzt im niegelnagelneuen Katalog habt, die gibt's, naja, nicht alle, aber die meisten davon auch im Megastore physisch dann zu sehen. Also bei euch hier in Sulzimus, da kann man da vorbeifahren, na, oder macht euch die Markierung dann im neuen Katalog und dann kommt sie hier nach Sulzimus raus, geht's zu Moni und sagt, pass mal auf, ich kann sie mir mal zeigen, ne? Und dann kann man sich das da anschauen. Es gibt jetzt auch QR-Codes auf die Seiten. Wenn das der Kunde scannt, kommt er direkt in unserem Online-Shop, wenn er jetzt natürlich irgendwo in Hamburg sitzt, ja, aber der kriegt unseren Katalog, ja, und sagt, Mensch, dieses tolle Geschirr, das gefällt mir jetzt so gut. Dann kann er einfach mit seinem Handy auf den QR-Code gehen, kommt direkt auf die Online-Seite, wo dieses Geschirr ist und kann es natürlich da dann auch gleich bestellen, wenn er nicht die Möglichkeit hat, zu uns vorbeizukommen. Und das ist auch ganz neu. Das heißt, der QR-Code ist bei jedem Artikel mit dabei. Auf der Seite dann immer bei den verschiedenen Produkten, genau. Und was lachst du so? Katalog 98. Guck mal, findest du mich? Ja, da. Hier. Thomas hat noch den alten Katalog hier. Also wir, noch meine Eltern, mein Gott. Wir machen mal Bilder von den alten Katalogen, die packen wir auch noch hier mit in den Anhang mit rein, dann könnt ihr euch das mal anschauen, das ist wirklich großartig, also designtechnisch, was es da alles noch gab hier. Mini-Digital-Receiver für 70 Mark zum Beispiel noch, ja, in D-Mark. Ein Wahnsinn. So war's. Zeit damals. Kurz zum Schluss dann noch ein wichtiges Wort und zwar, ihr habt eine Eigenmarke mittlerweile kreiert, eine eigene Komposition sozusagen, die heißt... Der Freistaat Fernweh-Style. Der Freistaat Fernweh-Style. Der wird auch langsam zum Augsburger. Ich gehört ja. Freistaat. Der Freistaat Fernweh, ja, das kann ich da. Und was habt ihr da alles dabei? Also das sind eure eigenen Produkte in-house, ihr produziert das selber? Da haben wir wirklich ganz tolle Produkte und die haben wir auch bei uns im Laden. Also zum einen eine ganz tolle Duschvorhang, gerade für die Kasten wegen. Die ist magnetisch. Die kann man bei uns im Shop auch anschauen. Die ist wirklich mega toll. Dann Frontschutzabdeckungen aus sehr hochwertig gemacht. Alles magnetisch. Eine Hecktürisolierung für einen Kastenwagen haben wir. Natürlich auch, was mich ganz freut, ist für die Serien Campstar, also Mercedes, V-Klasse und Vito, haben wir ganz tolles Zubehör, wie hinten eine Fensterpaneltasche, dann verschiedene Stauraumtaschen, wo man an die Fenster anbringen kann, Innenisolierung, Außenisolierung, ganz toll auch eben Mückenschutz, auch für die kleinen Busse, aber auch wie für Fiat Ducato und Mercedes Sprinter, für die Schiebetür mit so einem Magnetreißverschluss, das ist auch bei uns im Shop aufbaut, das finde ich so faszinierend, da gehst du rein, raus und zack, dann geht der immer wieder zu. Made in Germany aus unserer Umgebung, das finde ich auch nochmal ganz toll. Und das sind eben die Produkte, die gibt's nur bei euch über den Katalog oder über die Homepage, also klar nochmal dazu gesagt, die Bibel gibt's auch als Digitalversion zum Runterladen, zum Durchschauen fürs iPad, kann man da so ein bisschen Wischen machen und tun. Geht auch. Kein Thema. Der neue Freistaat-Katalog kommt einmal im Jahr und jetzt eben neu
neues Design, neues, alles neu, alles neue Produkte. Für mich der absolute Wahnsinn, unvergessen die faltbare Gießkanne und der AdBlue-Verschlussriegel. Es ist unfassbar. Und der Zipback Variokader. Der Zipback Variokader. Und wenn ihr auch irgendwelche großartigen Ideen seid und ihr hört uns vielleicht gerade diesen Podcast und seid in den Faschingsferien jetzt noch unterwegs gewesen oder in den Osterferien, fällt euch was Wunderbares ein und ihr habt eine tolle Idee, dann gerne, ne? Einfach eine Mail reinschicken und sagen, hier, pass mal auf, ich habe da eine coole Geschichte. Thomas, Moni, ihr habt da beide Augen und Ohren offen und ja, vielleicht seid ihr demnächst ja dann auch schon im Freistaat-Katalog mit dabei und könnt da auch eure großartigen Ideen dann mitverkaufen, anbieten, anderen Leuten helfen. Ja, und auch immer das ganze Jahr haben wir ja unsere Ohren offen. Wir finden ja auch unterm Jahr immer ganz, ganz tolle, spannende Artikel und da haben wir ja dann entweder unseren Instagram-Account oder ich dann mal bei Freistaat TV, wenn ich sage, hey, das muss ich jetzt unbedingt unterm Jahr auch mal zeigen, weil da findet man ja auch immer mal wieder was Spannendes und ja, es ist immer echt wert, sich einen Katalog mitzunehmen oder eben online anzuschauen oder bei uns vor Ort, wo es eine auch gibt. Und das Tolle ist, der Katalog ist ja für alle kostenlos und es sind wirklich ganz tolle, spannende neue Artikel drinnen. Und wenn ihr im nächsten Jahr eben den Stress nicht mehr haben wollt, das Ding hier, den Katalog abzuholen, wenn ihr Clubcard-Mitglied seid, dann bekommt ihr natürlich den Katalog automatisch zugesandt. Jetzt habe ich mir fast eine halbe Stunde den Gag verkniffen, muss ihn aber hinten raus noch raushauen, sonst ist es nicht lustig. Das Gegenteil von Katalog: Katha sagte die Wahrheit, natürlich. So, das soll es gewesen sein für den Moment. Nächste Woche sind wir zurück. Thomas, denkt noch drüber nach. Da geht's dann rund um die Mega-Caravaning-Woche. Und dann werden wir den Gag dann auch erklären, weil er so flach ist. Mega-Caravaning-Woche hier vor Ort, Riesennässe und Co. Da freuen wir uns. Danke, ihr zwei. Bis nächste Woche. Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf derfreistaat.de.